Freunde, in Fortnite geht's derzeit wieder richtig ab, denn die Live-Event-Vorbereitungen laufen schon auf Hochtouren. Zudem gibt es heftige Neuigkeiten zu Mephisto und warum er der böseste Schurke aller Zeiten ist. Das und noch viel mehr zeige ich dir jetzt im Video. Und wenn du mich kostenlos supporten willst, dann benutze doch gerne meinen Creator-Code Wannabe im Itemshop. Freunde, endlich ist es soweit, ihr könnt mein neues Buch vorbestellen. Und das Coole ist, zu jedem Buch bekommt ihr noch ein gratis geheimes Video dazu und die Chance mit mir zusammen Fortnite zu spielen. Macht einfach einen Screenshot von der Vorbestellung und ladet es dann auf dieser Seite hier hoch. Erster Link in der Videobeschreibung. Viel Glück dabei! Okay Leute, in Fortnite kracht es derzeit mal wieder richtig krass und zwar kommen richtig heftige Skins wieder zurück in den Itemshop. Unter anderem kommt morgen einfach Edward mit den Scherenhänden wieder rein. Ich will unbedingt noch den Film gucken. Und wusstet ihr eigentlich, dass auf dem Kürbiskopf hier oben eine Kiste ist? Ich wusste das überhaupt gar nicht. Zudem ist hier ein Jumppad, das heißt, ihr könnt sofort auch wieder runterfliegen. Und da will doch mal einer sagen, dass er hier nichts lernen würde. Aber fangen wir mal damit an, dass richtig geile Charaktere wieder zurück in den Itemshop reinkommen. Oh Gott, ich muss ihn mal ganz kurz killen. Und zwar unter anderem Michael Myers, der fast seit 365 Tagen nicht im Itemshop gewesen ist. Dann auf jeden Fall die beiden Venom-Skins. Es gibt ja die Eddie Brock-Version, wo er sich verwandeln kann. Und die ganz normale, die auch noch einen zweiten richtig geilen Style hat. Ey, was macht der denn jetzt hier gerade? Oh Gott, ich habe keine Munition mehr. Auf jeden Fall werden die auch wieder zurückkehren. Ich gehe mal davon aus, das wird irgendwann um den 22. bis 24. herum sein, wenn die ganzen anderen Venom-Skins reinkommen. Und das Geile ist, von She-Venom gibt es jetzt auch endlich erstes Gameplay. Ich werde euch das gleich mal einblenden. Und währenddessen werde ich jetzt, glaube ich, mal auf die Suche nach Munition gehen. Sieht auf jeden Fall heftig geil aus. Auch dieser Agony-Skin, der sieht unfassbar heftig aus. Ich glaube, ich werde mir diese beiden Skins auf jeden Fall direkt holen, falls ich den Cup nicht schaffe. Aber auf jeden Fall im Kopf behalten, ihr könnt diese Skins gratis bekommen und das am 22.10. Denn dann ist einfach dieser Symbionten-Cup und wenn ihr genug Punkte holt, kriegt ihr beide Skins gratis. Wie geil ist das denn bitte? Das heißt noch ein bisschen trainieren und üben und vielleicht ein bisschen Glück haben. Ey, wo sind denn die ganzen Gegner hin? Habt ihr Angst vor Fortnite-Mers oder was? Oh, wer ist schon der Erste? Dich habe ich doch gerade schon gekillt. Wo ist nur das Jetpack her? Ey, warte mal, der andere hat auch Marvel-Sachen dabei. Übrigens haben sich viele Leute jetzt aufgeregt, dass das Jetpack komplett nerven würde. Denn diese ganzen Fortnite-Mers-Items wären richtig geil. Aber das mit dem Jetpack passt nicht. Ey, was ist das denn? Der ist hier runtergefallen. Ja, das passt ja wieder zum Glück von Wannabe, Mann. Egal, jetzt habe ich richtig geile Sachen dabei. Ich check das sowieso nicht. Die machen eine Kiste auf und haben immer direkt die geilsten Sachen aller Zeiten am Start. Leider kam es jetzt auch schon zu den ersten Änderungen, was die Halloween-Waffen angeht. Und zwar ist die Kettensäge angepasst worden. Dieser Sprungjump ist jetzt rausgenommen worden, weil viele Leute hingegangen sind, sich ins rote Wasser begeben haben und damit unnormal weit fliegen konnten. Keine Ahnung, wie das Ganze funktioniert hat. Ich habe es selber nur als Video gesehen. Aber ich wollte es ehrlich gesagt kopieren, aber jetzt geht's halt nicht mehr. Richtig schade. Möglicherweise wird dieses Feature bis zum Ende der Fortnite-Season jetzt gar nicht mehr zurückkommen. Das heißt, ihr könnt nur noch diesen normalen Hieb machen. Ich hoffe, dass sich Fortnite anders entscheidet und das vielleicht mit dem Hotfix nochmal hochlädt. Aber warten wir das Ganze mal ab. Oh Gott. Wer bist du denn? Ich habe ein bisschen Angst gerade. Ein bisschen Chimichanga machen. Oh mein Gott, diese Waffe ist so geil. Welche Pumpgun findet ihr eigentlich geiler? Die, die ich jetzt hier habe? Diese Herrscherschrotflinte, Eisenkrieger? Oder diese Bobby-Pumpgun, die seit Anfang von Chapter 5 da ist? Schreibt das mal auf jeden Fall in die Kommentare rein. Ich glaube, es hängt ein bisschen auch davon ab, wie viel Schuss diese Bobby-Pumpgun hat. Weil die mit 5 ist, glaube ich, unschlagbar, aber ich weiß nicht genau. Dann gibt es ja auch richtig gute News, denn unter anderem der Ultima-Kürbisritter ist jetzt im Itemshop verfügbar. Das heißt, wenn ihr euch irgendwas kauft, sehr gerne mit Creator-Code Wannabe im Itemshop. Ich werde mir den in den nächsten Tagen auch mal holen und damit eine richtig geile Challenge auf jeden Fall machen. Da wirst du nicht mehr lachen, Junge. Obwohl der ziemlich geile Waffen dabei hat. Anders als die letzten Jahre können wir uns hier auf jeden Fall fast daily darüber freuen, dass neue Skins in den Itemshop kommen. Unter anderem ist ja gestern Mephisto reingekommen, heute dieser Kürbistyp. Morgen kommt Edward mit den Scherenhänden rein. Und am 17. dann sogar eine Hexe. Möglicherweise kommen zwischendrin auch noch alte Skins wieder rein, man weiß es nicht. Es ist aber einfach nur geisteskrank. Und weil wir gerade schon beim Thema Skins sind, es wird zum Spider-Verse in Rocket League kommen. Hört sich erstmal ziemlich cool an, ist es leider aber gar nicht so, weil ich hätte gedacht, jetzt kommen viele neue Skins rein und wenn schon nicht als normale Skins, dann wenigstens als Autoversion. Das ist jetzt auch so ein bisschen der Fall, allerdings handelt es sich dabei nur um Lackierungen für diesen Octane-Skin. Das heißt, diesen normalen Rocket League-Wagen. Werde ich euch einfach mal einblenden, dass ihr es gehört habt. Es werden demnächst Spider-Punk, Spider-Gwen, Scarlet Spider, Peter Parker ins Spiel reinkommen. Aber wie gesagt, das sind nur Automodelle, Mann. Da bin ich ja schon fast froh, dass ich bei dem Fast and the Furious Auto bin. Ey, geh mal aus dem Weg, Junge, was machst du denn hier? Das war der rasende Roland, glaube ich. Wobei, wartet mal, ich war ja der rasende Roland.
Das war einfach so ein Bot, der im Weg gestanden hat. Da müssen wir ganz kurz darüber reden, dass die Fähigkeiten von Shuri rausgenommen worden sind. Habe ich so gar nicht mitbekommen. Aber ihr habt vielleicht festgestellt, es gibt keine Handschuhe mehr von ihr. Jetzt verkauft ihr einfach so andere Sachen. Ihr könnt ja dazu gerne auch mal eure Meinung abgeben, ob ihr das gut findet oder nicht. Ich finde auf jeden Fall geisteskrank, dass es derzeit so viele Bots da draußen gibt, mit denen man riften kann. Unter anderem ja mit Shuri und da gibt es noch diesen Kürbistypen. Ich weiß gar nicht, ob Pilvery noch drin ist. Ich glaube, der ist ausgetauscht worden. Aber ich glaube, es gibt noch den einen oder anderen weiteren. Man hat auf jeden Fall geisteskranke Mobilität. Genießt die Zeit, die wir jetzt noch haben. Denn es ist gar nicht mehr so weit, bis Chapter 6 rauskommt. Denn die Leaker haben jetzt schon herausgefunden, dass das Live-Event angeblich am 1. November stattfindet. Und man hat jetzt schon die erste Location herausgefunden. Ich werde euch das Ganze mal einblenden und es gibt auch eine sehr, sehr wilde Theorie zu dem Ganzen. Und das Krasse ist, möglicherweise hat Galactus wieder damit zu tun. Denn wenn wir uns das Bild mal ein bisschen genauer anschauen, dann werden wir feststellen, dass wir ziemlich weit weg von der Karte sind. Ist ja einfach so. Oh Gott, ist hier einer drin? Ist es wirklich einer drin? Oh mein Gott, und ich schieße mich selber an. Das ist überhaupt nicht gut. Das wird im Live-Event so nicht passieren. Der andere ist hinterm Stein. Wartet mal eine Sekunde. Wir werden gleich wieder zurückkehren zu diesem wichtigen Moment. Aber ich glaube, mein Freund da drüben will jetzt erstmal eine Rakete kassieren. Die meisten Leute wissen sowieso nicht, dass der Raketenwerfer aktuell drin ist. Das heißt, die schützen sich nicht. Das ist so geil, Mann. Guck dir das an, der holt ihn jetzt einfach wieder. Und tschüss, Junge. Ey, der lebt ja noch. Wieso machst du jetzt einen 31er? Aber egal, ich denke mal, Fortnite wird absolut kein 31er machen. Denn es soll ein sehr, sehr wildes Live-Event werden. Unter anderem wird es auf jeden Fall auch wieder ein Live-Event-Countdown geben. Und beim letzten Mal, wisst ihr ja schon, es hat richtig geknallt. Laut Hören und Sagen hier soll es auch länger sein als beim letzten Mal. Fest steht aber auf jeden Fall, es gibt eine Live-Event-Location. Und die ist sogar hier in der Nähe. Und das erinnert uns sehr, sehr stark damals an das Galactus-Event. Weil da waren wir mit dem Helicarrier auch ziemlich weit weg. Und der Grund dahinter war, weil Galactus so riesig gewesen ist. Und wenn ihr euch jetzt einmal diesen Standort genauer anguckt, werdet ihr feststellen, dass wir auch da sehr weit von der Spitze der Map entfernt sind. Und möglicherweise kommt wieder etwas Riesengroßes auf uns zu. Ob das nun Galactus ist oder nicht, weiß man derzeit noch nicht. Es könnte natürlich auch Mephisto in einer riesengroßen Form sein oder irgendwer anderes. Fest steht auf jeden Fall, es wird richtig gewaltig knallen. So, und ich habe völlig vergessen zu erwähnen, dass der Live-Event-Timer auch in der Lobby verfügbar ist. Und das haben wir das letzte Mal ja gesehen bei den richtig fetten Live-Events. Damit halt auch keiner den Timer irgendwie verpasst. Das sind übrigens nicht die einzigen Sachen, die vom Live-Event schon geleakt worden sind. Es soll zu 6 Phasen in diesem Live-Event kommen. Es wird sogar ein Post-Event-Screen geben. Boah, ich überlege gerade, das stelle ich mir geisteskrank vor. Das haben wir die letzten Male bekommen, als die Welt untergegangen ist in Fortnite. Und jetzt stelle ich mir direkt die Frage, hat es doch irgendwas mit Chapter 3 zu tun? Denn ich habe euch ja gestern gesagt, die Chapter 3 Map musstet ihr euch wieder runterladen. Und viele Leute sind davon ausgegangen, dass das irgendwas mit Fortnite OG zu tun hat. Jetzt haben viele Leute gesagt, nee, nee, das ist fehlerhaft reingekommen. Aber jetzt sind sich die Leaker sicher, dass das Ganze doch etwas mit dem Live-Event zu tun hat. Und zwar, wenn ihr euch nochmal erinnert, damals, als wir von Chapter 2 auf 3 gewechselt sind, hat sich die ganze Karte gedreht. Und möglicherweise wird genau diese Karte sich jetzt demnächst wieder zurückdrehen. Da würde es sogar Sinn machen, dass es hier Hinweise von Chapter 3 wieder gibt, die uns so ein bisschen in die Irre führen sollen. Und so ein Post-Event-Screen, der deutet meistens darauf hin, dass irgendwas Heftiges im Spiel passiert. Vielleicht habt ihr zu dem Ganzen ja eure eigene Theorie. Schreibt es gerne mal in die Kommentare rein. Ansonsten werden wir die nächsten Tage wahrscheinlich noch vieles mehr erfahren. Oh mein Gott, was passiert denn hier gerade? Ey, meine Waffe ist ein bisschen durchgedreht. Oh Gott, jetzt wollen die auf mich draufgehen. Was ist das für ein dummes Medaillon, Mann? Der schießt, obwohl ich gar nicht geschossen habe. Oh Gott, ich muss hier weg. Oh crap. Ey, wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir bauen eine Skybase, Leute. Das Geile ist nämlich, wenn du das Jetpack dabei hast, ist das easy peasy. Du kannst jetzt einfach so Schrägen hochbauen oder aber du bist richtig intelligent und setzt einfach nur Wände nach oben. Das heißt nicht doof, ich bin jetzt so weit oben, dass ich wahrscheinlich keinen sehen werde. Ey, ist voll gut, dass die Cam gerade nicht an ist. Ich klebe mit meinen Augen einfach am Bildschirm dran. Dann hätte ich fast vergessen zu erwähnen, dass wir ja unbedingt noch über Mephisto reden müssen und warum der Typ so gruselig ist. Das Geile ist, wenn ihr mit verschiedenen Charakteren zu ihm geht, antwortet er auch anders. Unter anderem bei Dr. Doom sagt er irgendwie, dass seine Mutter in der Hölle gequält wird, was schon echt heftig ist. Also er kommt mit bösen Erinnerungen an sie. Wenn ihr mit Wanda unterwegs seid, dieser Hexe, dieser Scarlet Witch unter anderem, dann sagt er, wie geht es eigentlich deinen Kindern? Was auch extrem heftig ist, weil das ging mit ihren Kindern nicht so gut aus. Man kann auf jeden Fall sagen, dass der Typ sehr, sehr düster und sehr, sehr böse ist. Und ich würde sagen, der hat den Platz von Dr. Doom wirklich richtig gut eingenommen.
Ich sag euch, es ist unmöglich, diese Gegner zu treffen. Ich schieß doch schon auf dich, Junge. Ich bin einfach zu hoch, Mann. Er schießt mich da runter. Wir werden uns gleich eh wiedersehen. Hä? Oh Gott, er hat mich runtergeschossen. No. Da müssen wir auf jeden Fall noch zu heftigen Halloween-Geheimnissen kommen. Und zwar gab es ja einen Rift-Beacon, der Dr. Doom angegriffen hat. Und der ist jetzt mittlerweile einfach verschwunden. Was voll komisch ist. Dann ist er mal wieder aufgetaucht und jetzt zeigt er einfach auf die Titanenhand. Ich sag euch, da passiert irgendwas in Fortnite gerade. Irgendwas sehr, sehr Heftiges. Wird Zeit, dass hier auch was Heftiges passiert, Mann. Hast du vielleicht auch eine Titanenhand zur Hand? Okay, das wird jetzt irgendwie voll unlustig gerade. Du kannst geil editieren, kann das sein? Weißt du, was ich richtig gut kann? Ich kann richtig gut schießen. Wird Zeit, dass du drauf gehst, mein Freund. Komm doch raus, komm doch. Und... Oh Gott, ich treffe nicht. Jetzt aber. Oh mein Gott. Da hat aber einer kassiert, Mann. Ey, wartet mal. Es sind nur noch drei Leute am Leben. Das heißt, wenn dir das Video gefallen hat, sehr gerne ein Like und ein Abo dalassen. Falls du noch irgendwelche heftigen Sachen hast, von denen ich nichts weiß, dann schreib sie gerne in die Kommentare rein. Ansonsten werden wir jetzt versuchen, den epischen Sieg zu holen. Oh Gott, ich habe gar keine Metz mehr. Bist du etwa der Letzte? Oder vielleicht das Letzte? Ich habe noch eine kleine Rakete für dich übrig. Oh Gott, ich liebe das. 130 auf einmal. Wird Zeit für die Pumpgun. Du bist ja richtig aggressiv. Und let's go. Vielen Dank fürs Zuschauen, Freunde. Und bis zum nächsten Mal.